Nun, ich muss zugeben, ich habe zwar keine Ahnung, wie viele Textfelder wir letztes Mal geschafft haben, aber wie gesagt, es ist ein bisschen blöd mitzuzählen, auch bei diesem Blog. Ein weiterer Grund, warum ich das Bloggen hier nicht so mag, aber soll jetzt ein herzlich willkommen zu Let's Play Steins Gate. Wir waren letztes Mal wie erneut in diesen Blog eingegangen, an diesem Gemeinschafts-PC mit unserem tollen Ferris-Hintergrund hier. Wobei wir übrigens nebenbei auch eine ganz spannende SMS von unserer lieben Ferris erhalten haben, auf die ich jetzt gar nicht weiter eingehen möchte. Was ist Sifu? Nee, STFU. Ich will es wahrscheinlich gar nicht wissen. Und ich würde sagen, wir machen genau diese Stelle eben weiter. Wir haben halt anscheinend, oder der John Titor hat darauf hingewiesen, dass wir anscheinend auf einer anderen Zeitlinie zu kommen scheinen. Er persönlich sei nie gewesen im Jahr 2000 und auf jeden Fall so irgend so ein komisches Bloggespräch, was ich immer noch total verwirrend finde, auch total undurchsichtig. Es gab eine riesen Diskussion darüber, wie halt er Zeit reisen kann, irgendwelche kehrschwarzen Löcher. Ich kann mir mal nachschauen, was so ein Kerblack Hole ist. Das kann man doch immer gut nachschauen durch Fachbegriffe bei einer ganz bestimmten Seite, die keiner von uns kennt. Kerblack Holes. Ach, ich muss ja nicht mehr gut eingeben. Eine Suchmaschine meiner Wahl natürlich. Entschuldigung, wenn ich eben nochmal nachgucke, was dieser Kerblack Hole. Danke. Rotating and a rotating black hole. Was? Wie gibt es? Hä? Gibt dich im Deutschen. Leck mich! Okay, black hole. Ach so. Und dann wäre also, eine Theorie, dann wäre dieser singuläre Punkt eines Black Holes, weil ich sehe irgendwas ellipsenförmiges, die beiden Brennpunkte der Ellipse. Ach, egal, ich will es gar nicht wissen, Also schreibt gerne in die Kommentare, aber ich will es gar nicht genau wissen. Also. Ja, ich habe meine Schwerkraftsannullierungseinheit, sag ich mal, in meinem Auto. Meine Zeitmaschine ist nicht von CERN hergestellt, aber ist nicht von CERN gemacht, sondern bootlegged. Eigenständig hergestellt. Bootlegged vermutlich mal heißt eigenständig hergestellt oder bootständig. Was heißt, dass diese Einheit etwas unstetig oder instabil ist? Was heißt so, er ist ein Gegner von CERN? Ach genau, er will ja die Herrschaft von CERN verhindern, irgendwie sowas in die Richtung. Diese Einheit produziert einen mikrosingulären Punkt, welcher die Schwerkraft reguliert, während man die Zeit durchquert. Dies ist möglich, indem man Elektronen in den singulären Punkt injektiert. Ah, okay. Der singuläre Punkt beginnt sich dann rapide zu drehen und sorgt dafür für ein lokales, für eine Gravitation, also für eine lokale, schwerkraftslose Welle? Ach, diese ganze Fachgesprache. Ich bin kein Spezialist, aber kann ich die Struktur nicht weiter erklären. Ah, ja, danke sehr. Lass mich nur so sagen, dass man die Kerblack Holes selbst herstellen kann. Ich hoffe, jeder von weiß von CERNs aktuellen 2010 Experiments bei dem Herstellen von schwarzen Löchern. Ja. Unstable? Unsicher? Ist das nicht gefährlich? Nein. Falls ein schwarzes Loch erschaffen sollte, würde die gesamte Welt verschlungen werden. Yay! Tito möchte die gesamte Erde killen und töten und die ganze Erde über das gesamte Weltraum, die Erde bis gesamte Universum zerstreuen. Stirb einfach, faggot. Es ist nicht, dass du es nicht erklären wirst. Es ist einfach, dass du es nicht kannst. Lol. Wie stellst du die Entfernung ein? Wie stellst du die Entfernung ein? Die Erde bewegt sich ständig durch den Raum, weißt du? Und übrigens, ich unterstütze die Proposed
Hiermit erkläre ich die. Ach so. Hiermit schlage ich die Titor gleich Hoyon-Theorien vor. Also hiermit meint, ihr wisst ja, die Erde bewegt sich ständig, auch durch den Raum, mit ganzen so Sonnensystemen, rast die ganze durch Weltraum. Und hiermit willkommen zurück. Wollen wir stehen geblieben? Jetzt schon eine kurze Unterbrechung am Rande. Wäre auch langweilig, wenn wir eine Aufnahme haben ohne Unterbrechung. Ich muss jetzt ein bisschen leiser reden, weil es schon ein bisschen spät ist. Was wollte ich gerade erklären? Ja, ich denke gerade nach, was ich gerade erklären wollte. Und so komme ich auf den Gedanken, dass wir gerade gesprochen haben, hierüber. Nämlich, ach, ich war gerade mit dem Text fertig. Also, hiermit, also halt, das heißt, selbst wenn wir auf dem Moment hier, wenn wir die Erde halt rast, wie das gesamte Sonnensystem die ganze Zeit durch so ein Universum, wenn wir halt jetzt an der Stelle wirklich stehen bleiben würden, wären wir im nächsten Moment schon, keine Ahnung, außerhalb der Erde auf jeden Fall. Dann nicht mehr auf der Erde. Weil wir uns halt die ganze Zeit bewegen. Die Entfernungseinstellung benutzt VGL, was auch immer dieses VGL ist. Achso, das Variable Gravitale Einschlusssystem. Man stellt es ein, man stellt es automatisch ein, während man die Gravitation an die Annihilierungsmaschine benutzt oder Einheit benutzt. Ja, also ich versuche jetzt mal so sinnlich zu besetzen, da ich es gerade nicht wörtlich hinbekomme. Also es ist so eingestellt, dass es die lokale Schwerkraft dieser Destination halt, Entfernung, die Richtung vielleicht doch eher. Auf jeden Fall, also es liest diese. Und stellt halt die Tipler Sinewave halt oder Gravitation-Annihilierungswelle halt auf diesen Ort ein. Und so ist es halt garantiert, dass man auf der Erde landet, indem man eine Unterbrechung ist ja auch zu schade. Entschuldigung. Irgendwo diesen Satz stehen geblieben, den ich jetzt gerade gar nicht verstehe. Also, es ist so eingeschaltet halt, dass man die lokale Gravitationsrichtung halt irgendwie, das ist so, die abliest. Und so, dass man die Tipler, diese Analysierungswelle dieses Tipler-Gerätes auf die speziellen Ort einstellen kann. Es garantiert, dass man diese, dass man die Erde erreicht bei, Perceiving. Indem man halt diese Welle halt, indem man ihre Gravitation wahrnimmt, genau. Indem man halt irgendwie genau diese Einstellung, was auch immer, also. Ach so, jetzt verstehe ich. Also man. Indem man dieses System irgendwie, dieses Gravitationsfeld der Erde wiedererkennt, ist halt garantiert, dass man wieder auf der Erde landet. Ich calculate so viel in Optik, es kalkuliert mit dem optischen System von 4 Cesium-Uhren. Infinitimal. Also ist ein Fehler, wie auch immer er geartet ist, also ist die Wahrscheinlichkeit auf einem Fehler sehr klein. Was auch immer diese Einstellung uns sagen möchte. Der Namefake auf jeden Fall ist in dem Fall der Typ mit dem bescheuerten Namen und das ist Hoyon Kuma.
der, was soll er heißen, Warowing. Achso, reden wir nicht drüber, muss ich abhalten. Ich habe nie über einen John Titor von vor 10 Jahren gehört, lol. Also ist das Univers tief in der Scheiße von, im Mist von John Titor. Hoyo und Kuma, richtig, ich meine, dass so irgendwas in die Richtung in diesem Buch geschrieben war. Aber, indeed, aber, viel wichtiger. Aber viel wichtiger, alles, was du bisher geschrieben hast, ist, Copy-Paste, wir erinnern uns, Gutenberg, da kennt man das Wort. Oder da sollte man es spätestens kennengelernt haben. Aus diesem Buch. Nicht nur John Titor, irgendwie ziemlich. Nicht John Titor, jeder könnte das eigentlich tun. Ah, Jonathan ist so süß. Meine Ehefrau. Ich entdecke verschiedene Meinungen. So in dieser Waifu-Satz, bitte. Ich fühle mich mehr und mehr enttäuscht. Bisher immer noch nicht Konkretes. Trotzdem tue ich deine Efforts, deine Erfolge anerkennen, was man das heißen soll. Trotzdem erkenne ich deine Bemühungen. Trotzdem erkenne ich deine Bemühungen an. Ich werde das nicht. Ich werde das aber deceive. Ich werde allerdings nicht getäuscht. Verdammt, ich kann wirklich nicht zu viel Zeit verschwenden auf Ad-Channel. Warum nicht? Also haben wir gerade nach dieser interessanten Unterhaltung gehalten, erfahren, wie diese Zeitmaschine anscheinend irgendwie funktionieren soll, frag mich nicht wie. Und das gleichzeitig, ich bin total panisch, ich sah diesen Textfenster vor allem. Ja, halt einige enttäuscht sind und einige uns viele uns verarschen und dass wir einen viele uns egal, wie auch immer. Es war jetzt eine sehr interessante Unterhaltung, aber wir sind Gott sei Dank durch. Speziell das Mikrofon temporär. Ich möchte unbedingt das Geheimnis hinter dieser mysteriösen Funktion herausfinden. Nur links hatte ich gefragt, ob Daru das Mikrofon mit dem PC verbinden kann. Er ist aber fertig geworden, etwa gestern. Und gerade jetzt kümmert sich gerade um die Verkabelung im Entwicklungsraum. Na, Daru. Naze Pekeroppa nano da? Sag mal, Daru, warum der X86.000? Es ist eine Maschine, die älter ist als 20 Jahre und extrem geringe Spezifikationen besitzt. Roman da gara ni kimatten jan, Joko. Offensichtlich, da es romantisch ist. Was heißt ein Odd Eye? Also es ist aus demselben Grund, warum verschiedene japanische Protagonisten Odd Eye sind. Ach so, warum, damit die, also verschiedenfarbige Augen haben. Ich erinnere hiermit an zum Beispiel einen Charakter, wie heißt die nochmal aus, Rose Maiden. Wie heißt die nochmal? Komm schon, Name, ich liegt mir auf der Zunge. Ihr wisst schon, die Gärtnerin, die hat eine Zwillingsschwester, die dann die Augenfarben noch getauscht hat, rot und grün. Ihr wisst, was ich meine. Ach, manchmal verstehe ich dich wirklich. Ich verstehe dich nicht, Kumpel. Roman. Romanze. Roman nara shouga nai na. Nun, wenn es romantisch ist, schätze ich,
kann man deswegen nichts machen. Das war's. いずれにしてもラボには他に空いてる PC がなかったんだよ。Wie auch immer, es gab keine anderen PCs, die ich benutzen konnte. お前の最新 PC は? Was ist mit der neuesten? ふざけんな。こんなわけのわからんものにつなげて、もし動作が遅くなったらどうすんだよ。Red doch keinen Blödsinn. Falls ich mein PC zu so etwas dummen, bescheuerten anschließen würde, würde er vielleicht aufhören, richtig zu funktionieren. Nein, das ist doch eine absolut durchsichtige, reine Maschine. Und sag mal, ist das denn eine Sprite? Egal, nicht wahr. Was für ein eigennütziger Typ. Wie ist das? Nicht, dass unser lieber Freund auch eigennützig wäre. Nein. Zusätzlich sind wir diejenigen, welche das Mikrofon gemacht haben. Mikrofon temporär gemacht haben. Also würde mich. Würde es mir sehr naheliegen, falls er es nicht bescheuert nennt. Nicht, dass es bescheuert ist, aber. So ja. ゲルカについては調べてきた? Also, hast du bereits irgendwelche Recherchen zu gemacht zu Gelifikation? Also, ihr erinnert euch an den Bananenversuch? Na, 今朝、大学に行ってきた。 Ja, ich bin aber heute Morgen zur Universität gegangen. Ach, wirklich? Ja.Das stimmt, ich bin heute Morgen zu der. Ich bin heute in der Mitte der Sommerferien zu der Universität gegangen, um herauszufinden, unter welchen Bedingungen die Bananen so gelatineartig werden. Während ich es, oder indem ich es durch das Mikroskop betrachtete, fand ich heraus, dass es auf der Molekularebene zerschreddert war. Und dass es zerschreddert. Schreddert? Zerschreddert? Oder das heißt schreddert? Ich frage mal nach, ob es wirklich zerschreddert heißt oder irgendwie einfach zerstört, shred ist. Zerfetzt, ja. Was? Nein. Ach, Remo. Hallo Remo, wie geht's dir? Schöne Achseln.想定位とかそういうレベルではなかった。バナナではない何かになっていた。Es sah nicht wirklich aus wie das Ergebnis einer eines Aggregatzustandänderung. Also doch nicht. Es ist irgendwas geworden, welches genau genommen nicht mal eine Banane ist. 食した可能性はないか。2分間チンしたぐらいで腐るはずないもんな。Es ist keine Korrosion. Korrosion heißt, ich glaube, keine Korrosion, also nicht im Sinne von, dass es gerostet ist, aber sowas schon in die Richtung. Es kann nicht sowas wie Korrosion sein, oder? Ich meine, eine Korrosion ist, kann nicht passieren, eben mal in zwei Minuten. Fraktal 構造を思い出したよ。Ich kann mich nur erinnern an Fractal Structures. Was heißt das jetzt schon wieder?Ich würde aufhören, solche Worte zu benutzen. Fractal Structures. Fractal Structure, danke. Ein Fraktal. Fraktalstrukturen. Fraktale Struktur. Ich guck mal eben, was das heißen kann. Fraktale Struktur. Ach so.Ich erinnere mich nur an, das sind, natürlich, das sind, wie sagt man das, Fraktal ist eine von geprägter Begriff, der natürlich oder künstlich gebildete oder geometrische Muster bezeichnet, die im Allgemeinen keine ganzzahligen Dimensionalität besitzen. Ja, auf jeden Fall ist irgendwie fraktal komisch geachtet. Und ist deswegen. Okay. Also an irgendwelche fraktalen Strukturen auf jeden Fall. Menga no Sponge dake? Genau. Was? Nee, was ist das weiter? Mengas Schwamm, richtig?
gehen wir noch einmal nach, was das sein könnte. Sponge, Mengas Schwamm, genau. Ah, ach so, ja, okay. Könnt ihr mal, Mengas Schwamm könnt ihr eben mal eben eingeben, dann seht ihr schon, was das ist. Mengas Schwamm ist eine. Ist ein Dreieck. Was macht der Schönes? Eigenschaften. Ach, irgendwas Dramatisches. Banana ni Fraktal Zukei no Ana wo Nano Level de Mugen ni akete itta yona Sanji. Ja, es sah aus wie eine, wie eben unendlich viele fraktalförmige Löcher, welche in der Banane halt geöffnet wurden, auf Nano-Ebene. Nanka yabaku ne? Nani ga okiteru n daro? Ist das nicht gefährlich? Was zum Teufel geschieht hier? Ore ni wa hitotsu kasetsu ga aru. Nun, ich habe eine Art von Hypothese. Ich würde sagen, das klingt sehr spannend. An dieser Stelle würde ich sagen, machen wir. Wir können auch keinen Cut machen, richtig, weil mit den Unterbrechungen sind wir erst bei Minute 20. Verdammt. Vergiss es. So als wollte ich eine gewisse Atmosphäre der Wichtigkeit erschaffen, werde ich ruhig. Endlich mal. Daru schluckt einmal runter. Denshirenji. Denjiha no eikyou という仮説だ。 Wow! Toll! Die Theorie ist, dass der Effekt hervorgerufen wird durch die elektromagnetischen Wellen des Mikrofon, der Mikrowelle. Nur mal so zur Information, eine Mikrowelle funktioniert, indem sie die Welt, jetzt kommt noch, Mikrowellen erzeugt. Und diese sind elektromagnetische Wellen. Ich bin stolz auf dich, mein Freund. Falls meine Einschätzung richtig sind, hat das Mikrowellophon das Potenzial, eine mächtige Waffe, Massenvernichtungswaffe zu werden. Falls wir es für militärische Zwecke benutzen könnten, würden wir die Geschichte des Krieges neu schreiben. distort my lips. Was heißt distort heißt? Ich entstelle meine Lippen, um teuflisch auszusehen. Dann, nachdem ich mein Telefon rausgeholt habe, lege ich es gegen mein Ohr. Kekaku wa daini dankai wo mukaeta. Izure yatsura wa omoi shiru koto ni naru darou. Grand Judgment wa chikai no datana. So reden wir wieder mal mit uns selbst. Mit uns selbst? Ich bin's. Der Plan ist in die zweite Phase eingetreten. Ja. Sie werden es erfahren in einiger Zeit. Das große, die The Great Punishment, der Tag der Bestrafung ist nahe. Hat er was nicht auch irgendwie Ferris erzählt? Sibete wa Steins Gate no ishi de ari. Jinrui wa sore ni aragau koto wa dekin. Pusai, Kanguru. Alles ist unterliegt dem Willen von Steins Gate. Die Menschheit kann ihm nicht entkommen.
Elbseikongo. Yosei-san to hanashiten ja ne tsu no. Setsuku owatta zei. Hör auf mit deinem Feen zu reden. Feen sind doch süß. Ich hab satt mit deinen Hör auf mit deinen Feen. Ich bin fertig mit der Verbindung. Ja, ich möchte mal klären, dass ich nicht mit Feen spreche. Ja genau, du sprichst auch mit auch gegenüber Markise mit deinem ausgeschalteten Telefon. Aber ich kann es nicht. Ja, bestimmt. Genau wie wir auch zu Anfang zu dem ausgeschalteten Telefon gesprochen haben. Falls ich ihre Identität freigeben würde, würde ich bestraft werden als ein Verräter. Dann würde ich ein Gegner werden von weiteren gefährlichen Gegnern, während ich immer noch gegen die Organisation kämpfe. Nun ist das Mikrofon temporär eingehüllt in Kabel und es sieht wirklich bescheuert aus. Obwohl wir es nur mit dem PC verbunden haben, sieht das Ergebnis wirklich aus wie sieht es wirklich aus wie das Werk irgendwas Bösem. Weiß ja nicht so, ob man unser lieben Okabrin so bezeichnen könnte, aber er hat zumindest das Potenzial, etwas eigen zu sein. Terminal Modes. Der Grund, warum wir das miteinander verbunden haben, damit wir in der Lage sind, control the business purpose terminal modes. Die Dingen sind's. Verdammt. Was heißt denn dieses Tool? Was soll ein Terminal Mode sein, bitte? Terminal Modes. Die Ausgangsarten. Business ist Beschäftigungspurpose. Also, zu kontrollieren halt, was an den Ausgängen oder welche Befehle an den Ausgängen halt an des Mikrofons ankommen und den Operation Status des Mikrowelleofens zu kontrollieren oder halt einzusehen, also einfach gemacht, damit wir gucken können, was genau dieses Ding abläuft. So würde ich es mal ganz einfach ausdrücken. Also, was sollen wir tun? Banana wa yōi shite aru. Bereite die Bananen vor. Und an dieser spannenden Stelle würde ich sagen, machen wir den Cut für heute. Oh, ich habe gar keine Strichliste geführt. Naja, was soll's. An dieser Stelle würde ich sagen, zack, speichern wir. Das war die heutige Folge von Let's Play Steins Gate. An dieser spannenden Stelle, wir haben heute das Forum Gott sei Dank endlich hinter uns gelassen. Ich finde das immer sehr anstrengend. Also anstrengend im negativen Sinne. Es ist so, naja, so riesige Textwände von mir mag ich nicht. Und ich würde sagen, in diesem Sinne machen wir den Cut an dieser Stelle. Wir warten dann voller Spannung, was uns nächste Folge erwartet. Ich hoffe, die Folge ist nicht zu kurz. Hoffentlich nicht zu lang. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns wieder. Bis dahin. Ciao.